Willkommen bei Malida und zur Folge 24 von Freitag der 13. Es geht zu Pack in the Glodge und mal gucken, wer wir sind, ob Counselor oder Jason. Ich habe diesmal einen anderen Jason gewählt und zwar Part 6. Genau. Könnten wir sogar sein. Also könnte ich sein. Mal gucken. Und ja, okay. Ich bin Jason oder Gulaschmacher, wie ich immer sage. Okay. Part 6. Mit dem spiele ich eher weniger, aber ich wollte diesmal einen anderen Jason mal ausprobieren. Ich spiele sonst immer Part 3, mit dem komme ich am besten zurecht. Und ich wollte jetzt einfach mal was anderes. Und ich hoffe, ich bin nicht eingerostet. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Dead by Daylight gespielt. Aus dem Grund, weil hier diese ganzen Betray-Geschichten, also dass andere Counselor einen niederknüppeln, das sehr überhand genommen hat. Okay. Auf jeden Fall jetzt erstmal, ja gut, das Messer nehme ich noch mit. Na komm schon. So, und jetzt trap ich erstmal wieder die Phonebox. Dann nehme ich auf jeden Fall wieder mehrere. Na, ich weiß nicht, die ist glaube ich zu nah. Okay, die auch. Okay. Ich muss ein Stück weiter weg, sonst macht er das nicht. Und ich lege noch eine hier neben. Okay. Ja, okay, dann kann ich jetzt erstmal zum Auto. Also zu eins. Ach, Auto und Boot. Okay. Dann gehen wir erstmal zu dem Auto da oben. Und direkt einer im Haus. Es fängt immer einer beim Auto an. Mindestens einer, aber ich glaube, im Nebenhaus ist keiner. Oh, direkt hier vorne. Boah. Hat er mir direkt eine verpasst. Ja, ich bin dabei, Mutter. Ich bin dabei. Ich versuche mein Bestes. Okay. Was mich immer nur stört, ist... Deswegen spiele ich immer Part 3. Ich kann mit Part 3 kann ich rennen. Ne? Und er hier kann ja nur einen kleinen Gang zulegen, so wie jetzt gerade eben. Mehr geht nicht. Und irgendwie finde ich das Rennen... Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie viel, viel lieber als nicht rennen können. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hinter dem mal herkommen. Ach, das hat er abgeschlossen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Schläge hier der Jason hier braucht. Okay, das sind aber schon einige. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass er zum nächsten Haus schon gegangen ist. Okay. Ach, da sind direkt zwei. Okay, dann gucken wir mal. Nein, daneben gegrabt. Shit. Messer. Ach. Ja, man muss zielen können, ne? Okay. Na, wo ist sie? Da. Ist das denn die gleiche? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall erstmal hinterher shiften und mal gucken. Boah, da war zu früh. Das war zu früh. Wow. Okay. Okay, ich habe jetzt schon einiges auf die Nuss bekommen. Na? Nee, ich habe vorbeigeworfen, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Und zack. So. Erste Opfer. Und weiter geht's. Ja, guck mal. Da könnt ihr schon wieder sehen. Die haben sich doch schon wieder betrayed. Da ist doch einer, der hat auf die Nuss bekommen. Sonst wäre er doch nicht so blutverschmiert. Ja, natürlich. Okay. Okay, ich mach das Spielchen immer mit. Klar, wenn ich Messer zücke, dann nicht mehr sich trauen. Okay. Muss ich mir merken, das ist die, die einen etwas grünlicheren hat.
Das wird mir auf jeden Fall gleich, oder... Oh, 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 oh. Die sind bei der Hütte. Wo ist die Hütte? Wo ist die Hütte jetzt? Wo ist die Hütte? Ich bin jetzt gerade im Stress. Wo ist die Hütte? Ach, da. Okay, da sind sie. Haben sie erstmal den Pullover genommen. Wow, ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr das Shiften drin haben. Okay, die haben auf jeden Fall den Pullover. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vorhaben, mir die Maske von der Birne zu hauen. Boah, ich finde, Jason könnte das aber auch mal ein bisschen schneller machen, ne? Wenn er die Hand hebt, das dauert zu lange. Oh, was kommen die jetzt alle hier? Klar, die wollen mir jetzt, glaube ich, die Maske vom Kopf schlagen. Ich werde jetzt den Teufel tun, hier irgendeinen von denen grabben. Und. Zack. Ja, los, komm, komm, komm. Bisher hat mich noch... Ja, boah, nein, ich wollte erst... Okay. Hier wird nicht geheilt. So, tschüss. Okay. So, zweiter Opfer auch. Die haben jetzt auf jeden Fall versucht, die Maske mir vom Kopf zu hauen, ne? Natürlich hat die Messer gehabt, natürlich. Und die andere wollte ihr auch helfen, okay. Auf jeden Fall versuchen die ordentlich mir Paroli zu bieten. Oh, jetzt Epic. Das war jetzt ein richtiger Epic-Schlag. Okay. Okay, da läuft auf jeden Fall noch die rum mit dem Pullover. Ich habe schon ordentlich Schaden kassiert. Auch einmal mit der Shotgun, mit dem Gewehr. Baseballschläger und so weiter. Jetzt wieder gerade mit dem Baseballbett, glaube ich. Oder sogar Axt, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich schon ordentlich Schaden kassiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Tommy schon gerufen haben. Wenn, dann müsste er jetzt on the scene sein. Okay. Okay, da hinten sind sie. Na, natürlich da direkt rein. Oh, der Shift. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Also fünf Schläge brauche ich auf jeden Fall. Und immer noch den Bug, dass man nicht gut reinkommt. Also, dass ich an der Tür hängen bleibe. So, die eine ist verletzt, kann aber noch gut laufen. Ich glaube, die hat auf jeden Fall Thick Skin, auf jeden Fall auch den Perk drin. Shit. Jawohl, erwischt. So, hinterher. Okay, das war wieder daneben. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, komm jetzt. Habe ich sie erwischt? Jawohl. Die ist erwischt. Und zack. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Auch erwischt. In so einer Situation braucht man die gar nicht grabben, weil dann hilft die andere, indem sie dann zuschlägt. Boah. Was hatte die denn? Machete, ne? Ja, genau. T-Bag mich. Bist du da eigentlich? Das könnte vielleicht auch die sein, die vorhin, ne? Zack, erwischt. Und jetzt? So. Gerechte Strafe. Bam. So. Obwohl, ich weiß nicht, ob das die war, die vorhin am Fenster mich Tee gebaggt hat. So. Das lassen wir mal auf uns wirken. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Okay, ich gucke erstmal beim Boot, ob da jemand ist. Ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit nicht ums Boot und das Auto gekümmert. Okay, aber... Ich benutze gleich jetzt erstmal die Sense. Ob hier jemand in der Nähe ist. Nein, ist nicht.
Okay, jetzt bin ich leider ziemlich ab vom Schuss. Okay, das Messer werfen habe ich übrigens ja auch nicht drauf. So. So, da scheint jemand zu sein. Oder ist nur ein Radio? Das kann ich noch nicht sagen. So. Okay, die Sense-Fähigkeit hat auf jeden Fall keinen erspäht. Zwei Stück sind noch da, einer ist rausgegangen. Vielleicht war das der, der vorhin auch betrayed worden ist. Muss, glaube ich, so sein. Weil ich habe 4 von 7, sind nur noch 2 im Leben, sind ja dann maximal 6. Und vorhin haben wir jetzt gerade in dem Haus, wo die eine mich Tee gebackt hat, ja gesehen, dass da einer voll blutverschmiert war. Da haben sie also wieder irgendeinen kaputt gehauen. So, hier im Haus ist auf jeden Fall jemand. Ich weiß, dass gerade hier rechts daneben auch eine vorbeigelaufen ist. So, die ist da auf jeden Fall ins rechte Haus rein. Na? Oh. Ja. Das war aber eine super Attacke von dir. So. So, sie war es auch nicht mit dem Teabaggen. Jetzt bleibt nur noch die oder der Letzte da. Ne, die Letzte. Ich weiß ja, dass es eine sie ist, oder? Obwohl, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Werde ich noch einmal. Ja. Und dann kann ich auch gleich den Verteiler. Okay. Ich glaube, das ist die, ne? Der Pullover ist etwas grünlich, das ist die Teabaggerin. Das ist sie. Oh ja. Ja, kannst gerne dein Feuerwerk machen. Genieß die kurze Festivalstimmung quasi. Was du kannst, kann ich auch. Daneben geschlagen hast du. Ich auch zwar, aber ist egal. Und jetzt bekomme ich meine Teabag-Rache. So. Das macht aber jetzt Spaß. Bam! So. Mehr kann man sich nicht wünschen, quasi. Ja, gut. Okay. Also, ich habe alle, die da waren, erwischt. Mehr kann ich nicht verlangen. Einer ist raus, weil er auch wieder betrayed worden ist. War ja klar, dass es in diesem Spiel auch passiert. Warum sollte es auch einmal eine Runde ohne geben? Also, auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich momentan etwas weniger Freitag der 13. spiele, weil das frustriert dann schon ungemein. Ja gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und gefallen. Über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Langsam aber sicher gehe ich dir auf die 100 Abonnenten zu, was mich wirklich sehr freut und ich nie gedacht hätte. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Malida.